Sag mal, was machst du beruflich? Ich bin im Vertriebsaußendienst tätig in Heidelberg. Arbeitest du viel? 40 Stunden Woche, wie jeder andere auch eigentlich, ja. Hast du einen Freund? Nein. Hast du aber einen Kinderwunsch? Also würdest du gerne irgendwann Familie gründen? Tatsächlich nicht. Also auch wenn ich einen Freund hätte oder einen Partner, mit dem ich sicher bin, nein. Einfach aufgrund der Preise momentan. Ich könnte es mir auch zeitlich nicht vorstellen. Zeitlich, finanziell gar nicht möglich. Es ist halt eben alles extrem teuer geworden, wie du sagst. Und wie kann ich eigentlich ein Kind und Karriere verbinden? Also für Frauen ist es halt eigentlich echt super, super schwierig, ja, ne, dieses Thema. Denkst du, dass wenn du, sorry, wenn ich dich so frage, wenn du irgendwann älter bist und wenn du dann halt irgendwie sitzt und denkst dir so, ich bin irgendwie alleine oder entweder mit einem Partner, ja, oder alleine. Also kannst du dir das dann vorstellen? Ich habe mir tatsächlich darüber auch die Gedanken gemacht. Das ist für mich der Horror. Wenn ich so denke, oh, ich bin jetzt 50, 55, bin alleine, kein Mann, keine Kinder, niemand, der mich besuchen kommt. Also dann, das wäre für mich Horror. Also jetzt gerade denke ich mir so, nee, mag ich nicht, will ich nicht. Aber dann denke ich mir so andererseits, willst du es vielleicht bereuen, Fulia, oder nicht? Aber du bist noch 27, würde, ja, ich sagen. Mit 27 war ich auch noch nicht so ready tatsächlich. Weil bei mir gab es auch nie diesen Zeitpunkt, ich bin jetzt ready, ich möchte jetzt ein Kind haben. Ich wusste, ich will eine Familie haben, aber ich dachte mir immer so, wie soll ich das jemals schaffen?